Und spannend ist ja unter diesen Vorzeichen zu beobachten, wie man in Moskau reagiert auf den Wahlsieg von Donald Trump. Fragen wir nach bei unserer Korrespondentin Ina Ruck. Ina, welche Reaktionen gibt es denn bislang aus dem Kreml? Von Putin selber gibt es noch keine Reaktion, aber sein Sprecher hat sich geäußert. Er hat gesagt, naja, man könne das noch nicht kommentieren. Man sehe erst im Januar nach Amtswechsel dann, also nach Amtsantritt des neuen Präsidenten, ob sich der Kurs der amerikanischen Außenpolitik ändern werde. Denn die Amerikaner seien ja diejenigen, hat er tatsächlich gesagt, die immer wieder Kerosin ins Feuer kippten im Ukraine-Krieg, die also diesen Krieg am Laufen hielten. Kollegin, die Sprecherin des Außenamtes, hat relativ schadenfroh reagiert auf den Verlust, auf die Niederlage von Kamala Harris. Die hat gesagt, sie hat da ja offenbar ganz zu Recht gestern einen Psalm zitiert. Diesen Psalm, der wird hier ständig wiederholt. Also das Weinen bleibt in der Nacht, heißt es da, und am Morgen kommt die Freude. Da habe ja Kamala Harris ganz recht gehabt mit diesem Psalm, nur eben nicht auf sie bezogen, sondern auf offenbar die Außenamtssprecherin, die sich freut über den Sieg von Trump. Man erweckt hier den Eindruck, als sei das alles nicht so wichtig, was in den USA im Moment passiert. Es gab eine große Veranstaltung hier, an der auch wieder der Sprecher des Präsidenten teilgenommen hat. Und der wurde dann gefragt, wie bedeutend ist das für uns, was da in den USA passiert. Und dann hat er gesagt, für uns in Russland ist der Stapellauf eines neuen Atomeisbrechers, den Putin heute vom Stapel gelassen hat, sehr viel wichtiger. Die amerikanischen Wahlen gehen uns eigentlich nichts an. Also man spielt das hier ganz bewusst runter. Dass von Putin bislang noch so gar nichts zu hören war, wie ist das zu werten? Will er Trump nicht gratulieren? Ist das eine Art Machtdemonstration oder wie schätzt du das ein? Im Moment gäbe es kleine Pläne zu einer Gratulation, hat der Sprecher gesagt. Und Putin, muss man ganz klar sagen, hat es offenbar nicht nötig oder will den Eindruck erwecken, dass er es nicht nötig hat. Als Erklärung wird hier immer geliefert, dass die USA ja hier ganz offiziell als unfreundlicher Staat benannt sind und dass sie eben direkt, heißt es hier immer, am Krieg gegen das eigene Land, also gegen Russland, beteiligt seien. Und deswegen seien da im Moment keine Gratulationen geplant. Das heißt nicht, dass es irgendwann kommt, aber im Moment spielt man sehr mit großem Genuss, glaube ich, diese Rolle, dass man es eigentlich gar nicht nötig hat. Die beiden, die kennen sich ja aus Trumps erster Amtszeit. Wie ist denn grundsätzlich das Verhältnis von beiden zueinander, von Putin und Trump? Das ist ganz schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Putin, glaube ich, spielt da ein wenig mit Trump. Zumindest Trump gibt ja immer zu verstehen, er könne mit Putin. Er könne das schon regeln. Er hat ja gesagt, in 24 Stunden kann er den Krieg beenden. Er hat auch gesagt, er rede regelmäßig mit Putin. Putin selber hat das überhaupt nicht bestätigt, dass es da regelmäßige Gespräche mit Trump gibt. Damals, als Trump das erste Mal Präsident war, gab es wirklich ganz wechselhafte Beziehungen, nicht? Man darf nicht vergessen, Trump hat da zum Beispiel die Sanktionen mit eingeführt und so etwas alles. Gleichzeitig aber hat er immer nach außen eine gute Rolle mit Putin gespielt. Putin hat jetzt gerade noch mal gesagt, er glaube, also nicht jetzt nach der Wahl, sondern vor der Wahl, er glaube, dass Trumps Friedensbemühungen ehrlich gemeint seien. Das könnte so ein Fingerzeig sein, dass er wirklich auf Trump da setzt und ihn als positiven Präsidenten darstellt. Wenn man nun bedenkt, dass Trump ja die NATO anzweifelt, die Unterstützung für die Ukraine zurückfahren will, ist er da nicht eigentlich der perfekte Präsident für Präsident Putin? Auf den ersten Blick sicher. Also jemand, der die NATO schwächt, ist hier willkommen natürlich. Und man könnte sich auch denken, dass man sich hier ausrechnet, dass so ein impulsiver Mensch und so emotional regierender Mensch wie Trump für einen geschulten Geheimdienstler wie Putin ein leichtes Spiel sein könnte. Also ein Sparringspartner, mit dem Putin sehr leicht umgehen kann. Aber man hat hier eben auch diese ganz anderen Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, Trump hat damals Sanktionen mit eingeführt. Trump war der erste amerikanische Präsident, der tödliche Waffen an die Ukraine geliefert hat. 2017 schon. Obama hatte das damals abgelehnt. Trump hat Panzerabwehrwaffen geliefert. Das war damals ein Riesenthema hier. Also so ganz kann man ihn auch nicht kalkulieren. Und deswegen denke ich, dass man hier doch auch eher vielleicht zurückhaltend ist jetzt, denn Trump ist ja noch nicht mal als ein knapper Präsident aus diesem Rennen hervorgegangen, sondern als jemand mit einer starken Unterstützung in seinem Land, also dementsprechend selbstbewusst auftretend. Das wird vielleicht nicht so einfach für Russland, wie das auf den ersten Blick scheinen mag. Du hast es ja schon gesagt, Trump sagte immer, er könne den Krieg in der Ukraine binnen kürzester Zeit beenden. Aber wie könne denn so ein Deal aussehen? Doch garantiert nicht zugunsten der Ukraine, oder? Steht
zumindest zu befürchten. Hier äußert sich niemand genau dazu. Peskow, der Sprecher von Putin, wurde dazu heute auch befragt und er hat gesagt, ja, also so schnell könne das ja nicht gehen. Das sei ja wohl allen klar, dass das ein komplizierter Prozess sei. Aber natürlich hört man sowas gerne und natürlich rechnet man hier damit, dass es zu Ungunsten der Ukraine passieren soll nach Trumps Vorstellungen. Putin, wie gesagt, hat gesagt, er sei immer über Friedensinitiativen erfreut und er glaube, dass Trump das ernst meine. Also das sieht nicht so aus, als rechnet man hier damit, dass man selber irgendwie Kompromisse machen muss bei dieser Friedenslösung. Danke, Ina Ruck in Moskau.